Der erste Teil des DFB-Pokal-Achtelfinales wurde gespielt und ich habe im letzten Video meine Tipps abgegeben. Und ich sag mal so, ich hatte fast recht. Wir gehen die ganzen Spiele durch und ich würde sagen, yalla. Erstes Spiel, Magdeburg gegen Düsseldorf. Und ich sag mal so, dieses Spiel war ein Auf und Ab. Magdeburg geht direkt mit 1-0 in Führung. Ich habe auf mein Handy geguckt, ich dachte mir, fuck. Denn ich habe getippt, dass Düsseldorf ins Viertelfinale einzieht. Ich denke mir, shit, Digga. Ich habe jetzt schon verkackt. Mein erster Tipp und ich habe schon verkackt. Und dann sehe ich am Ende, Düsseldorf gewinnt am Ende noch mit 2-1. Die haben das Spiel innerhalb von 5 Minuten, gedreht. Und das durch Jonah. Der Typ wird eingewechselt und haut direkt 2 Dinger rein und rettet Düsseldorf wirklich in der letzten Sekunde den Einzug ins Viertelfinale. Magdeburg aber auch gar keine Gegenwehr, Digga. Ich dachte, ich gucke Düsseldorf gegen Schalke. Da kam ja wirklich nichts von Magdeburg. Düsseldorf absolut verdient ins Viertelfinale eingezogen. Und in dem Sinne hatte ich schon den ersten Tipp richtig. Kommen wir zum zweiten Spiel. Okay, let's go. Und zwar Gladbach gegen Wolfsburg. Auch hier habe ich getippt, Gladbach mit einem Sieg. Aber das Spiel war fucking eng, aber auch fucking langweilig, wenn ich ehrlich bin. Ich sag euch, wie es ist, bei diesem Spiel bin ich fast eingeschlafen. Ohne Witz, ich musste kämpfen, dass ich wach bleibe. Aber wie gesagt, hier war mein Tipp, Gladbach mit einem Sieg. Und in der letzten Sekunde der Nachspielzeit macht Gladbach das 0-1, beziehungsweise das 1-0, die haben ja heimgespielt. Hier muss ich sagen, glücklich, Gladbach glücklich. Wolfsburg gegen Ende nochmal gut Druck gemacht. Deswegen würde ich jetzt hier sagen, nicht ganz verdient, glücklich. Aber im Endeffekt Gladbach im Viertelfinale und der Tipp war auch richtig. Also sind wir schon bei 2 richtigen Tipps. Dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar Lautern gegen Nürnberg. Das Spiel war schon um einiges spannender. Und hier muss ich sagen, Kaiserslautern verdient mit 2-0 gewonnen. So ein geiles Spiel hingelegt mit dem neuen Trainer Gramozis. Bei Schalke lief es nicht so und bei Lautern lief es. Jetzt ist die Frage, liegt es an Gramozis oder liegt es an Schalke? Ich glaube, die Antwort kennen wir alle, oder? Aber absolut verdienter Sieg von Lautern. Geiles Spiel hingelegt. Aber hier muss ich die Torhüterleistung von Nürnberg, von dem Torwart. Bruder, dieser Junge, der hat gehalten wie ein Weltmeister. Wirklich. Geiles Spiel hingelegt, an der Stelle GG. Und hier ist auch mein erster falscher Tipp. Ich habe nämlich getippt, dass Nürnberg weiterkommen wird. Aber es wurde Lautern, deswegen der erste Fehltipp. Kommen wir direkt zum nächsten Spiel und zwar Homburg gegen Pauli. Und ich glaube, jeder von uns hat Karma gesehen. Dickes, dickes Karma. Alle Pauli-Fans haben sich über Heuer Fernandes lustig gemacht. Ah, was ein Dulli, was ein Eigentor. Oh mein Gott. Karma. Das nennt man Karma. Digga, was war das für ein Tor? Aber ich muss dazu sagen, der Rasen war schon sehr, sehr ekelhaft. Und der Torwart von Pauli kam wirklich nichts dafür. Der Ball ist ihm einfach über den Fuß gesprungen. Rasen ist okay. Aber trotzdem, diese lustige Ironie. Man hat sich über Heuer Fernandes lustig gemacht. Und jetzt passiert das Gleiche. Deswegen, macht euch niemals lustig über andere. Kann euch genauso passieren. Aber Pauli hat Homburg einfach dominiert, hat man gesehen. Mit 4-1 gewonnen. Trotzdem Riesenrespekt an Homburg. Du kommst bis ins Achtelfinale des DFB-Pokals als Regionalligist. Also GG. GG. Krank gekämpft. Pauli aber im Endeffekt viel, viel stärker gewesen. Was wir auch alle gedacht haben. Deswegen Pauli verdient weitergekommen. Und auch hier war es ein richtiger Tipp. So, das waren die Spiele vom Dienstag. Wir fassen zusammen 3 richtig, 1 falsch getippt. Nennt mich ab jetzt Tippmaster. Bruder, ab heute kannst du mich den Tipp-Jigo nennen. Ich sag so, wie es ist, Bruder. Voilà. Ich würde sagen, von meiner ersten Prediction 3 richtig getippt, 1 falsch. War das schon keine schlechte Bilanz. Aber heute sind ja auch nochmal Spiele. Und da schauen wir mal, wie weit meine Expertentipps richtig sind. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Tipps waren, was ihr geglaubt habt, wer weiterkommt, wer nicht weiterkommt und was ihr glaubt, wie die heutigen Spiele ausgehen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert den ganzen Rotz hier und lasst ein Abo da. Ansonsten wisst ihr, was passiert, ne? Ich komme durch den Bildschirm da oder so.